unserem neuen Video geht es die Rede um die Aktivitäten der regionalen Gesellschaft der Deutschen, als auch um die Rolle der deutschen Sprache bei der Bewahrung der nationalen Identität. Also, hallo Ludmila. Und die erste Frage, erinnern Sie sich an den ersten Tag, an dem Sie in die Organisation gekommen sind und das Leben der Gesellschaft kennengelernt haben? Guten Tag, Alina. Ich kann mich an einen bestimmten Tag nicht erinnern. 1995 wurde ich als Lehrkraft zu dem Deutschkurs der Deutschen Botschaft eingestellt und später wurde die Ausrichtung der Deutschkurse von der Botschaft an die Gesellschaft übertragen und auf solche Weise habe ich die Gesellschaft der Deutschen Wiedergeburt kennengelernt. Und welche Ziele haben Sie als Leiterin der regionalen Gesellschaft der Deutschen gesetzt? Meiner Meinung nach fallen die Ziele und die Aufgaben einer gesellschaftlichen Organisation irgendwie zusammen. Unser Zweck ist die Bewahrung und die Verbreitung der deutschen Volkstraditionen, der deutschen Sitten und Bräuche, der deutschen Kultur, die in den Familien von unseren Vorfahren gepflegt wurden und außerdem auch die Verbreitung der deutschen klassischen und modernen Literatur, Geschichte, Musik und so weiter. Und die Hauptaufgabe besteht heute auch darin, die deutsche Minderheit zu erfassen und möglichst viele Deutschen in die Tätigkeit der Gesellschaft einzubeziehen. Zurzeit zählen nur 10% der Deutschen in Almaty und Umgebung zu unseren Mitgliedern. Welche Rolle spielt die deutsche Sprache Ihrer Meinung nach bei der Erhaltung der nationalen Identität der kasachischen Deutschen? Es lässt sich ganz kurz und eindeutig beantwortet. Eine sehr große und wichtige Rolle. Wie kann man überhaupt ohne Deutschkenntnisse von Identitätswahrung sprechen? Ich glaube, dass dies ein Axiom ist, das keine Beweise bedarf und für alle Deutsche gleich ist, unabhängig von Wohnort und von Wohnsitzland. Und heutzutage ist es wirklich schwer, die Jugendlichen für deutsche Kultur und ihre Bewahrung zu begeistern. Also wie motivieren Sie die Jugendlichen, sich an vielleicht unterschiedliche Projekte teilzunehmen? Es gibt viele Möglichkeiten dazu. Zunächst ist das unser Jugendclub, unser Jugendverein, der den Jugendlichen sehr viele interessante und spannende Aktivitäten und Projekte bietet. Dazu gehören die Teilnahme der Jugendlichen an republikanischen und nationalen Jugendcamps, verschiedene Bildungsprojekte und verschiedene Kurse. Die Einbindung junger Menschen in die Vorbereitung und die Durchführung unserer Veranstaltungen und Maßnahmen hilft uns nicht nur, ihr kreatives Potenzial aufzuzeigen, sondern auch bietet ihnen die Möglichkeit, sich für ihre Herkunft zu interessieren. Unser Jugendverband ist heute unser Stolz. Alle Teilnehmer des Jugendverbands sind zielstrebig und hilfsbereit, trotz aller Geschäftigkeit und Zeitmangel. Deshalb schätzen wir unsere Jugendlichen sehr und wir sind ihnen für ihre Teilnahme an gesellschaftlichen Tätigkeit sehr dankbar. Und jede Organisation ist ein Team mit ähnlichen Wertvorstellungen. Und möchten Sie vielleicht jemandem hervorheben oder? Sie haben selbst die Frage mit Ihrer Aussage von einem Team von Gleichgesinnten beantwortet. So ist es in der Tat. In den letzten 5 Jahren hat sich ein tolles Team herausgebildet. Alle meine Kollegen sind leidenschaftliche, arbeitsfähige, kreative, hilfsbereite Leute. Sie unterstützen einander in allen Belangen, freuen sich über die Erfolge der anderen und tauchen voll in die Gesellschaftstätigkeit. Deshalb, ich schätze Sie alle sehr, ich respektiere Sie und ich liebe Sie und ich danke Ihnen unendlich für Ihren Dienst an unseren gemeinsamen Sachen. Vielen Dank für ein interessantes Gespräch und bis nächstes Mal. Dankeschön. Tschüss. Und zum Schluss abonnieren Sie unseren Kanal und hinterlassen Sie Ihre Kommentare.